erstmal ein paar Infos über mich. Mein Name ist Cosima, ich bin 19 Jahre alt und aktuell in Indien, denn ich reise von Köln nach Südostasien per Land. Gerade bin ich jetzt schon im 7. Monat. Das klingt natürlich schwanger. Just saw Jekyll. Auf jeden Fall bin ich jetzt in Indien angekommen, volontiere da in einem Hostel. Das heißt, ich arbeite da so ein bisschen und darf da kostenlos wohnen, kostenlos essen. Das heißt Kasauli, der Ort, das ist am Fuß des Himalayas. Und dann kam jetzt vor ein paar Tagen das Video von Fritz raus und dann habe ich gedacht, okay, würde ich gerne mitmachen. Und ich habe halt voll die Möglichkeit, hier cool ins Himalaya hochzufahren. Genau das werde ich jetzt machen. Ich habe mir einen Track rausgesucht, der heißt Brico Trail. Gerade sitze ich im Bus in Chandigarh. Es ist ganz lustig, hier ist die nächstgrößte Stadt. Die Tochter von meinem Host hatte hier einen DJ-Auftritt heute. Das heißt, wir haben jetzt 5 Uhr morgens. Ich hatte eine schöne Nacht voll mit Tanzen. Gutes Training für meine Beine. Ich musste eh hier den Bus nehmen, das hat jetzt gut sich ergeben. Und jetzt geht's los. Ich bin jetzt angekommen. Leider regnet es ein wenig, denn auch hier fängt der Monsun langsam an. Noch zum Track. Der geht 3 oder 4 Tage offiziell auf Websites. Mir wurde im Hostel aber gesagt, ich schaffe das auch in 2 Tagen. Deshalb werde ich das probieren. Ich merke gerade so, dass ich echt ein bisschen aufgeregt bin. Also so positiv, vor Freude. Die Natur sieht jetzt schon super aus. Ich habe richtig Lust, mit dem Gesichtsfunk jetzt dieses Video auch noch besser oder so einzudrehen. Freut mich das Ganze noch mehr. Ist echt so ein Träumchen, wenn ich mitmachen könnte. Und ich bin jetzt angekommen. Hier geht's los. Und ich würde sagen, starten wir doch mal. Ganz viele Walderdbeeren. Einfach richtig dazu gerade. Ich habe das Camp gesichtet. Diese Zelte. Das ist es. Ich glaube, es fängt jetzt an, ein bisschen mehr zu regnen. Okay, alles gut eingepackt. Jetzt geht's weiter. Kalt und nass. Was wünscht man sich mehr? Das Regenwasser tropft schon von der Kapuze. Guck mal, was ich da sehe. Das Camp naht. Ich nahe dem Camp. So, ich bin jetzt angekommen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich habe nochmal Glück gehabt. Wie ihr vielleicht hört, schon hier vom Zelt. Gerade regnet es sich echt ein bisschen ein. Jetzt sieht es vom Regen her ganz gut aus. Das heißt, ich baue mein Zelt jetzt auf. Dazu muss auch gesagt werden, ich habe echt ein scheiß Zelt. Okay, das Zelt steht. Und ich habe euch ja gerade mitgeteilt, jo, es hat aufgehört zu regnen. Ja, dann hat es angefangen zu schneien. Ich bin hier gerade richtig in der Kälte gestorben. Meine Hände, meine Güte. Ich werde erstmal mit Tee versorgt, jetzt nach meiner Schneeaktion hier. Und ich habe mich ein bisschen reingezweckt in das Zelt von denen arbeiten. Denke. Und hänge jetzt mit den Locals. Wie schön das hier einfach ist. Es ist so krass. Die Wolken sind einfach unter uns. Und über uns und neben uns und überall. Okay, let's Hello, go. Fritz. Hello. Hello. Hello, Fritz. Bitte nimm Coco mit. Meine Unterstützung. Zelt-Update. Hier ist so ein kleines Witzchen gebildet. Aber solange es nur dabei bleibt, bin ich fein damit. Morgen geht es dann um 7 Uhr, stehe ich auf und um 7:30 soll es losgehen. Ich werde mit der anderen Wandergruppe starten und mal schauen, ob wir ungefähr gleich schnell sind oder nicht. Soll ich das jetzt drehen? Ich weiß ja nicht. Nacht-Update mal. Es ist jetzt so 4 Uhr irgendwas. Ich habe echt wenig bisher geschlafen, immer so in Stundenintervallen. Und gerade ist echt irgendwie so ein Unwetter hier. Es ist echt viel Regen und zwischendurch donnert es auch. Aber auf der anderen Seite sind hier halt überall nur Zelte. Das heißt, es gibt eh keinen, sag ich mal, sicheren Ort hier. Deshalb bleibe ich jetzt erstmal im Zelt. Hallöchen. Wir haben jetzt kurz vor 7. Jetzt will ich mal ausstehen. Leute, schaut mal, was ich hier sehe. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Schnee oder irgendwie Hagel ist.
Sieht mir irgendwie nach Schnee aus. Es war Schnee, ich habe nachgefragt, es hat eine Stunde geschneit heute Nacht. Und es war mindestens 0 Grad. Und ich bin sehr stolz auf mich. Ich meine, okay, ich hätte jetzt auch keine andere Wahl. Aber Kälte mag ich hier eigentlich nicht so gerne. Und los geht's. Ja. Jetzt ist auch alles ein bisschen freier. Man kann so die gesamten Berge mal sehen. Und das Camp. Ich habe mich jetzt aber von der Gruppe getrennt. Manche sind halt echt ein bisschen slow. Aber ich habe heute halt noch eine Menge zu laufen. Deshalb habe ich mich entschieden, jetzt so langsam vorzugehen. Das ist hier gerade richtig fett, Neuschnee, noch rutschig. Junge, das war gerade ein Film hier, dieses Stück. Ich muss meine Schuhe richtig in den Schnee hauen. Gesichtet. Da drüben ist er. Es ist einfach viel zu krass. Ich bin wirklich die erste Person, die einzige Person hier. Und hier rüber dann auch wieder Blick auf die anderen Berge, wobei die jetzt wieder ein bisschen verhangen sind. Jetzt aber zum wichtigsten Teil. Warum bin ich überhaupt die geeignete Kandidatin? So, erstmal halt Kandidatin. Ich finde es super cool, dass überhaupt 2 Frauen dabei sind und auch 2 super sympathische. So, ich fände es trotzdem cool, wenn eine dritte dabei ist. Natürlich fände ich es am besten, wenn ich das wäre. Würde mich aber auch über eine andere Frau freuen. Dann sind sie ja auch immer noch in der Unterzahl. Außerdem, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich mache gerade eine Weltreise. Oder ich von Europa nach Südostasien. Und bin halt viel allein unterwegs und habe halt überhaupt gar kein Problem damit. So, dieser Isolationspunkt ist vielleicht gar nicht so hart für mich. Dann halt so Outdoor-affin bin ich schon. Ich würde nicht sagen, so Survival-Kram habe ich jetzt. Also ich bin eigentlich immer mit meinem kleinen Zelt unterwegs, das ihr auch schon kennengelernt habt. Oder mit einer Hängematte. Ich komme eher so aus dem Radbereich. Also ich habe vor 2 Jahren, da hat es so angefangen, da habe ich auch eine Tour gemacht. Den ganzen Rhein von der Schweiz bis sozusagen, also von der Quelle bis zur Mündung in den Niederlanden gemacht. 1500, glaube ich. Also ich bin danach noch so ein bisschen durch die Niederlande. Ja, und dann halt irgendwie viele Fahrradtouren, immer auch so mit Übernachten, halt dann mit dem Zelt oder mit der Hängematte. Jetzt auf der Reise habe ich mein Rad halt nicht dabei und habe halt irgendwie so das Wandern für mich entdeckt. Dann würde ich sagen, kann ich gut mit ungewohnten Situationen umgehen oder blöden Situationen. Ich kann halt einen kühlen Kopf behalten. Das ist mir auf der Reise jetzt leider schon mehrfach passiert. Irgendwie Hitchhiken, fährt mich ein Typ in eine falsche Stadt, weil die wäre ja schöner. Dann war ich auch so, jo, uncool, aber keine Ahnung, dann irgendwie rumheulen bringt nichts. Dann stelle ich mich wieder an die Straße, Finger raus, das nächste Auto kommt und irgendwie findet man seinen Weg. Ja, und ich glaube, so ein lockerer Umgang mit stressigen Situationen, oder was heißt locker? Natürlich sollte man auch realistisch sein und nicht alles auf die leichte Schulter nehmen, aber halt, dass man, keine Ahnung, sich nicht zu sehr stressen lässt. Ich glaube, das kann ich auch. Ganz wichtig natürlich, das tropische Klima. Mit 15 habe ich einen Schüleraustausch in Costa Rica gemacht, da habe ich ein halbes Jahr gelebt. Klar, unter der Woche war ich in der Schule, am Wochenende waren wir aber auch viel unterwegs im Dschungel. Ich habe alle möglichen Tiere gesehen, Schlangen, Krokodile, Spinnen, Affen, super viele, Skorpion auch. Jetzt in Indien ist auch Monsun-Season startet bald. Das heißt, da kann ich mich gut darauf vorbereiten. Was jetzt die Reise und so Terminplanung angeht, ich bin halt super flexibel, weil ich eh noch bis Weihnachten vorhab zu reisen. Ich meine eigentlich nach Südostasien per Land, aber das ist mir auch ein Flug wert. Was auch bei mir gegeben ist, ist halt die Motivation, die vielleicht auch in dem Video gesehen. So, ich freue mich einfach in der Natur zu sein, so. Auch wenn es regnet, auch wenn sonst was passiert. So, ich habe da einfach meinen Spaß dran und ich würde mich super freuen. Jetzt liegt es an Fritz und am Team. Darf ich mit? Noch wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass ich den Track auch an dem Tag noch beendet habe. Es hat dann nochmal richtig angefangen zu schütten, zu hageln, richtig schön Matsch unter meinen Schuhen. Aber ich habe es durchgezogen und ich bin gut angekommen. Und ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt schon echt Struggle habe mit dem Schnitt. Viel zu viel Material, deshalb, ich denke, es kommt auch nochmal eine Extended Version. Und freut euch drauf!